Das Losungswort für Mittwoch, 25. Oktober, steht im 22. Psalm, Vers 28. Es werden sich zum Herrn bekehren aller Welt Enden. Dieser Bibelvers ist weit weg von dem, was ich als Gemeindepfarrer erlebe. Menschen wenden sich vom Glauben und von der Kirche ab und treten aus. Wieder andere sagen: Für eine Zeit lang war es ganz gut, zu einer christlichen Gruppe zu gehören, aber jetzt brauche ich euch nicht mehr. Und ganz besonders weh tut es, wenn welche aus dem engsten persönlichen Umfeld sagen: Gott, Christsein, das ist nicht so mein Ding. Liegt der Psalmbeter daneben, wenn er seine Hoffnung darauf setzt, dass sich zum Herrn Bekehren aller Welt enden? Gott hat mit jedem einzelnen seiner Menschenkinder eine Geschichte. Er ist es, der uns ins Leben ruft und einem jeden und jeder von uns eine unverlierbare eigene Würde verleiht. Er lässt uns wachsen, reifen und alt werden. Er versorgt uns mit allem, was nötig ist, heute und morgen. Und er wird einmal auch unser aller Leben vollenden. Diese Zuversicht und diese Hoffnung reicht weit über das hinaus, was eine Kirche, und sei sie noch so fromm, aus sich selber heraus machen oder bewirken könnte. Die Hoffnung, dass Gott mitgeht, auch und gerade bei denen, die sich von ihm abgewandt oder die noch nie etwas von ihm zu Herzen gehendes gehört haben, diese Hoffnung kommt nicht aus mir, sondern sie wird mir dargereicht. Wie eine Rettungsleine oder wie eine Versicherung im Klettersteig. Da im felsigen Berg gibt es Griffe, Tritte und Leitern, an denen ich mich festhalten kann und an denen ich höher steigen kann. Gerade dort, wo ich ohne diese Hilfen nicht mehr weiterkäme. So eine Steighilfe zum Leben und zum Glauben ist die Hoffnung auf Gottes Mittun. Gott weiß einen Weg für mich und er hat einen Weg auch für andere, für die, die mir im Glauben nahestehen und für die anderen auch. Wie er das tut, ist uns oft verborgen und erscheint rätselhaft. Aber Gott überlässt keinen sich selber, auch die nicht, die ihm ferne stehen. Er weiß sie auf seine Weise zu sich zu ziehen. Das ist verbirgt in der Hingabe Jesu Christi. Seine weit geöffneten Arme am Kreuz von Golgatha sind der Garant für unsere Hoffnung. Es werden sich zum Herrn bekehren aller Welt enden. Amen. Pfarrer Martin Kreuser, Dettenhausen.